Jo Leute und herzlich willkommen auf dem Player Sub Channel. Ich bin euer Silphi. Ich bin gerade wieder unterwegs bei den Russen. Ich bin gerade auch am Supporten mit Pike. Ich weiß gerade gar nicht, ob dieses Game vor oder nach dem Pike-Video kommt. Ich weiß, müssen wir nochmal nachgucken. Ich habe es, glaube ich, auch in die Beschreibung von meinem Video reingeschrieben. Wo ist das? Ach, hier. Ich werde die Zeit ausnutzen und hier ein bisschen ein paar neue Sachen spielen, die ihr gerne mal sehen wolltet. Jetzt bin ich halt gerade auf Support. Ich hoffe, das geht klar. Leider gegen eine relativ eklige Botlane, würde ich persönlich mal sagen. Ich sollte das Pike bis meine Probleme bekommen. Weil ich kann da nicht einfach reinjumpen. Mein Tristana wird komplett gecockblockt. Das heißt, wir müssen viel über Roams machen. Es sollte hoffentlich. Scheiße, ich muss niesen. Oh mein Gott. Moment. Muss ich niesen? Okay, wohl nicht. Amy fällt erst jetzt auf meine Cams gar nicht an. Das heißt, ich kann die ganze Scheiße rauslassen. Muss mich nicht dafür schämen. Das ist hier. Alles vollrotze. Ich hoffe, stört euch nicht, dass ich jetzt gerade keine Cam an habe, weil ich möchte nicht jetzt aufstehen und sie anmachen. Nicht jetzt, wo gleich die Minions spawnen. Ich hoffe, ihr könnt mir da verzeihen, meine Freunde. Lass mal hier rein warden, just in case. Falls die Gegner uns hier cheesen wollen. Weil mit Braun kann man da ziemlich nice cheesen eigentlich. Don't need leash. Du Wichser, sag das doch vorher. Ich glaube, er startet Raptors, oder? Er startet Raptors. Triss, komm. Tristana. Braves Mädchen. Ehrenmann. Das ist kompletter Ehrenmann-Move. Das hilft uns gerade auf der Botlane richtig. Weil wir jetzt auch den Push kriegen sollten. Es sei denn, die Gegner leashen auch nicht. Okay, bleiben wir spät oben mit ihnen halt. Die chillen hier ähnlich auch erstmal ein bisschen hinten. Die Riven lässt sich da echt dort traden. Warte mal, den ersten hau ich raus. Den zweiten benutze ich zum Cheesen. So wie es auch Mickey gemacht hat. Oh, okay. Wir gehen da eben auf dasselbe Ziel drauf, worauf auch sie drauf geht. Okay, und wir brechen den Fight ab. So, weil jetzt mache ich gleich den Ding ins Cheese vorbei. Ich glaube, die kriegen auch eh vor uns das Level ab. Dann lass mal hier lieber den Push ein bisschen beschleunigen. Bro! Ich bin dreckig, Brudi. Ich stehe davor, block die Q ab. Hey, yo, Mate. Warum tradet er nicht zurück? Er hätte doch wenigstens kleine Outfits zurücktraden können. Ey, die haben hier eine Ward drin, eine verfickte Scheiße, ich kann mich nicht hochhin. Doll, ich hab den Hook verkackt. Oh! Nice! Nice, 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 nice. Ich hätte das Kenny mit denen abholen sollen. Aber es ist okay. Es ist zwar scheiße, aber es ist okay. Boah, da gibt noch meine scheiß Passive. Ich muss sagen, das dauert eine Pike actually. Voll lange, bis die Kacke einen hochhielt. Ich dachte, das geht viel schneller. Hehe. Nicht mit mir. Das funktioniert bei solchen Skillshots fast immer. Der Gegner wird dann immer nach unten hinlaufen. Weil das eigentlich das smarteste Move ist. Leider bin ich nicht der smarteste Skillshot-User, deswegen sollte ich, glaube ich, erst gar nicht über sowas reden. Lohnt es sich in die Mitte zu gehen? Vielleicht mit Hackern zusammen. Ey, Bro, pass auf, ich lasse auf dich drauf flash. Ich habe keine Mobis, das macht mich gerade ein bisschen traurig. Hätte ich den Assist am ersten Kill mitbekommen, wäre das actually sexy gewesen. Jo, kommt er noch ran? I guess not. Ich stelle mich da vorhin, damit kann ich die Schüsse abfangen. Ey, yo, lass mich das doch schirmen. Danke, Bro Boy. So, oh, das ist ein bisschen kacke gelaufen. Vielleicht war ich da ein bisschen zu geduldig mit meinen Spells. Das kann sein.
Mal kurz nachgucken, ob die eine Ward haben. Oh, nice. Eine frische Ward geklärt auch noch. Interessant, aber kommt gerade Solo-Erfahrung und noch Solo-Gold. Ist in Ordnung. Ich will sie gerade nicht gerne fighten, wenn ich ehrlich sein soll. Ne, das Mini, das decke ich nicht ab. Das lohnt sich nicht. Warte mal, er max Q. Warum max der Q? Ah, der Cooldown geht nach unten um 2 Sekunden. Muss ich teilen. Dass wir hier den Push bekommen. Ich glaube nicht, dass ich die fighten möchte. Ich glaube, die zu fighten wäre echt das Dümmste, was ich machen würde. Vielleicht mit Level 6. Eben weil ich diesen starken Execute dann habe. Aber sonst will ich eigentlich eher haben, dass wir hier die Wave rauspushen, sodass ich gleich auch nochmal roam gehen kann. Das kenne ich mir nämlich schon gerne, Scher. Das war den schon mal preppen. Je schneller wir das Kenne wegbekommen, desto besser. Einfach nur so ein kleiner Hook. Und wieder auf in die Mitte. Als schon mal ein Jungler da ist, lohnt es sich meistens dafür zu gehen. Scheiße, weiß er, dass ich hier bin? Wahrscheinlich. Dann lass die Pflanze mitnehmen. Oh, RIP. Meine Top-Lane wird gerade richtig gesnackt. Aber die Tristana macht's gut. So, die läuft nicht so weit nach vorne, wenn ich weg bin. Das ist super angenehm für mich. Wenn er jetzt quasi cute, genau, kann er nur mich cuten. Oh, shit. Oh, what? Holy shit, der hat voll viel Damage gemacht. Das hab ich gar nicht erwartet. Ah nein, er spielt doch mit Presti Tag. Oh, wir move sofort in die Mitte. Oh, sexy. Sexy, sexy, sexy. Brauche ich noch meine Hilfe beim Reinpushen? Oh, dieses Cannon hätte ich schon gerne. Aber ich glaube, Vega will es eher selber haben. Hat man noch nicht. So, nice. Das heißt, ich kann jetzt quasi die Base gehen. Ich glaube, ich move auch wieder instant Mitte. Meine Tristana ist nicht blöd. Also, vielleicht schon, aber nicht zu blöd. So, das hier und let's go. Wobei, ich gehe lieber nochmal nach unten. Das ist dann mein Level 6. Das macht meine Roams halt um einige stärker. Okay, nur Riven verliert. Das ist an sich nicht schlimm, wenn nur eine Lane verliert. Es ist nur dann schlimm, wenn es ein gefeedeter Vladimir ist. Lass mich hier kurz beim Pushen, aber keinen Stack abbauen. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, sollte die nächste Wave eine Cannon Wave sein. Die will ich dann gerne eben einmal abusen. Aha. Ah, schade, keine Cannon Wave. Bruder muss los. Der Yasuo wird das, glaube ich, aber auch eh immer offensiv spielen. Und die, wie gesagt, die Tristana ist nicht allzu blöd. Die passt da ein bisschen drauf auf. Ah, schade, hat er mich gesidestept. Wäre cooler gewesen, wenn Vega zuerst gecaged hätte. Sette mir es mir um. Alter! Alter Falter! What? Sukabliert, Mann! Die ist am 1v9! Warte mal, was soll ich mit der Wave machen? Die sieht scheiße aus. Nee, die pusht rein. Fuck. Ich muss es reinpushen. Oder beziehungsweise ich muss es versuchen reinzupushen. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, die Tristana spielt safe? Spielt so safe, dass beide Gegner sterben. Ich muss mit vorlaufen. Um ihn daran zu hindern, diese Wave hier zu freezen. So wie hier. Nice. Habe ich genug Mana für eine ganze Combo? Das sollte ausreichen, um nochmal in die Mitte zu gehen. Das ist halt super nice für meinen Vega.
Lol. Holy shit, Mann, der hat uns alle genommen. Also, entweder sack ich ziemlich hart rum auf Pike, was sein kann, ja. Ich möchte es nicht ausschließen. Aber holla die Waldfee. Oh, oder der Yasuo ist halt super gut. Aber eine Sache klappt wenigstens. Hackerim und ich sind beide da. Dubstep Ignite. Holy shit, bin ich fucking bad, ey. Holy shit, bin ich fucking bad. Erinnert mich an das eine Thresh-Game von mir. Da war ich auch Giga-Bad und hab's halt trotzdem. Also war auf EOS, auf Master. Und mein AD-Carry hat komplett gesmurft und mich durchgecarried. Boah, raus. Boah, einfach raus. Ich respektiere, dass er für den Kill gehen möchte, aber ich respektiere nicht meine eigenen Fähigkeiten. Oh lol, es geht jeder in die Mitte. Wenn der Vega jetzt nicht 1v9 macht, weiß ich auch nicht weiter. Yastal Chesu Masmai. Genau das, Leute. Ich kenne leider Pikes Sprüche nicht. Von daher weiß ich nicht mal, was die hier überhaupt bedeuten. Jetzt will ich mal unten hingehen. Mein Tristana ist komplett mental, Alter. Der ist komplett auf Wodka. Hier nicht noch drin, ne? Ne, ist er weggegangen, okay. Und Yalla Habibi wieder auf in die Mitte. Ich hab gerade Warden die auch mal. Warte, ich kann ja mal warten, bis das Ding jetzt weg ist. Ja, so wie hier. Was ist meine Pinkwort? Ja, meine ist da unten. Der wardet nicht mal, der Wichser. Wait, what? Oh, wenigstens habe ich jetzt getroffen. Ne, ich habe nicht getroffen. Oder hat den Hackram schon wo umgebracht? Wer ist das? Wer pinkt mir? Sebi. Ist das mein AD Carry? Ja, mein AD Carry pinkt mir. Also sagt bestimmt sich so, ey Pike, du dummer Wichser, hör auf zu roam. Muss auch mal gleich basen. Ey, yo, der Baum moved. Leute, passt auf. Das ist der wandelnde Braum. Boah, den kann ich nicht helfen, oder? Ne, ich hätte weggehen sollen. Ne, geh ich nicht rein. Fuck, ich hätte wahrscheinlich Bob mit Tristana machen sollen. Vielleicht sogar diven. Geben wir den Abstecherbild. Gehe ich vielleicht sogar direkt Toplane? Oh, die mögen beide nach unten. Nein, meine Pink Wards! What are you doing? Ich glaube, die ficken uns, oder? Holy shit, Boys. Ich glaube, die ficken uns. Ich glaube, die ficken mich. Haha, Shippers. Ich bin 3000 IQ-Beta. Wow, das ist ja so, als würde ich smurfen. Ich würde scheiße spielen, aber es ist egal. Mal sehen, vielleicht. Vielleicht geht da was? Okay, da geht wohl nichts. Ich hatte die Hoffnung, dass der Ding jetzt vielleicht noch herkommt. Dass der die Baum noch herkommt. Easy boy. Ne, ich denke nicht, dass Vladimir oben noch weiter pusht. Oh doch. Ich kann ihn aber nicht aufhalten. Ich könnte nur warden, aber das war's auch. Vielleicht kackt er sich jetzt deswegen ein. Ich denke sich so, oh shit, Pike ist hier. Pike ist Tristana auch hier. Aber der wird langsam echt sehr gefährlich, Leute. Der wird langsam sehr, 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 sehr gefährlich.
Gelten mir das da oben? Vielleicht, wenn sein Pool draußen ist, könnte ich was machen. Eine Sache, die ich bei Mickey bemerkt habe, ist, er macht zuerst Q und dann seine E. Den kriegen sie auch ohne mich. Der Baum ist oben im Gebüsch. Bro, ich will dich hochheilen. So ein Hater. Ja, lass mal kurz gucken, ob die noch irgendwo Wards haben. Yo, Kaiser, Kaiser, was soll die Scheiße? Du. Ich wollte nicht ulten, Leute. Ich hatte echt ein bisschen Angst, dass ich verfehle. Aber hey, ist ja noch alles gut gegangen, oder? Da sollte sich, glaube ich, keiner beschweren können. Lass mal kurz gucken. Vielleicht kann ich hier einen Catch machen. Oh no, Hector ist weggegangen. Ja, dann later, Bitch. Gehen wir hier auch nochmal weg. Oh lol, die Ulti war einen kleinen Ticken zu früh. Scheiße. Oh Mist, ich hätte dort einen Reset bekommen können. Nein. Egal, wir können in die Ward gehen. Immerhin etwas, oder? Finden wir hier noch irgendwo Wurz? Okay, nice. Wir sollten toppen. Let's get Top Tower. Vielleicht rufen wir nach oben. Solange wir den Vladimir nicht sehen, sollten die Games eigentlich gut laufen für uns. Also wie oft habe ich meine Ulti überhaupt geschafft? Oh. Oh, nicht einmal. Also ich habe nicht einmal Gold gestellt. Einmal habe ich selber Gold bekommen, weil jemand im Markt gestorben ist. Aber das war's auch. Hier ist eine Ward. Das sollte ich mir gleich merken. Digga, hier wird nicht mehr rumgerüstet. Das war actually cool, Leute. Ich dachte nicht, dass das klappen würde. Ich dachte, da ist ein Award, weil er sich da so komisch hinbewegt hat. Lass mal kurz nachgucken. Ah, okay, die kann das selber ziehen. Oh, da hätte ich eigentlich reinbauen brauchen. Drauf geschissen. Die töten uns. Ich will nur die Wave clearen. Einfach raus hier, einfach raus. Einfach ein bisschen Zeit kaufen und raus. Oh shit. Ich hätte davor nicht unten können. Das Zeitfenster war mir irgendwie ein bisschen viel zu klein. Also vielleicht schon, aber ich wollte es halt nicht riskieren. Ich bin so unconfident mit meiner Ulti, Leute. Das ist krass. Das ist echt ein bisschen krass. So, wir könnten uns Dustblade holen oder Ghostblade. Ich mach mal Dustblade. Einfach nur, um noch mal ein bisschen mehr Wards clean zu können. Nämlich super entspannt. So, vielleicht ist meine Pike-Performance scheiße, das streite ich nicht ab. Aber keiner sollte sich richtig über die Vision beschweren dürfen. Wir können den melden, oder? Ne, können wir nicht. Nur Tristana hat consistent Damage dafür.
Das wollen wir warten, bis unser Dustblade Surf Proc, bevor wir unser Ding benutzen. Ey, wo ist die Ward? Ey, yo, wo ist die Ward? Nice Dustblade, by the way. Okay, die Seite hier leuchtet komplett aus. Die sind doch nicht am Nash, oder? Okay. Ich kann confirm, sie sind nicht da. Ey, ich hab wieder nicht getroffen. Verdammte Scheiße. Oh shit, oh shit, oh shit. Holy fucking shit. Okay, und raus hier. Ey, ich hätte zwei Leute wegdanken können, Mann. Was soll die Scheiße? Hey, zum Drachen soll ich damit nicht rein. Der ist ganz nice auf Pike. Oh oh. RIP. Geil, oder die Assists, die schmecken mir. Oh, okay, komm weg. Nice. Lol, er kommt nicht mehr weg. Ich glaube, Hector hätte das blocken können. Ist aber nicht so wild, wir haben noch Tower bekommen. Overall gesehen kommen wir gerade ein klein wenig besser bei raus, aber ich sollte mir nochmal gleich Locket kaufen. Der Vladimir Damage ist echt abartig. Oder Night's Vow? Ne, lass mich über Night's Vow machen. Ich muss nur Tristana am Leben halten. Tristana sollte in der Lage sein, das alles wegzuböllern. Leute, ich habe 1013 Stats, obwohl ich das größte Stück Scheiße bin. Feels bad, man. Oh, mein Kopf explodiert gerade. Zeig Respekt, Bruder. Kein Problem, die ist geklärt. Hier ist auch eine. Oh Leute. Muss ich nicht mal mein Dustbett für ziehen. Clean wir die hier auch. Ich will gar nicht wissen, was Braums Ward Score ist. Der muss ja unterirdisch sein. Hat er mich da reinkommen sehen? Okay, hier haben sie keine Ward. Okay, ich will die Pflanze auch nochmal direkt aktivieren. Irgendwie ist das Game gerade sehr langsam. Das ist gerade ein bisschen zu langsam. Oh, das war close. Noch, obwohl er ja so 13 steht, scheint er Arbeit zu machen. Was ist das für ein Vega-Bild? Was ist das hier bitte für ein Vega-Bild? Ja, mir kommt ja keine Vision. Ne. They have zero Vision on Nash. Ich weiß nicht, das dem Game fehlt irgendwie ein bisschen Konsistenz.
Okay, da ist der erste Reset. Da ist nicht der zweite Reset. Schade. Oh, da stimmt unterwegs noch, oder? Nice, der ist tot. Mal sehen, wir haben soweit besser getradet, wenn Tristana jetzt nicht reinintet. Oh, Vega intet rein, oder? Lol. Der Yasuo ist in den Dingens reingestammt. In den Vegas dann. Ich hätte da wahrscheinlich ein klein wenig. Ich könnte eigentlich davon ausgehen, dass der Ding sein Pool zieht, aber irgendwas muss ich da auch machen. Ist ein bisschen blöd, aber ist nicht so blöd. Ich bin gerade sehr, sehr, sehr viel zurück. So, solange Vladimir stirbt. Es ist in Ordnung. Ja, und nicht overchasen, Boys, nicht overchasen. Yo. Moins. Moins. Nein! Ich hätte die Minions ulten sollen. Dann hätte ich das noch überlebt. Weil wenn ich die Minions geultet hätte, hätte ich die Viecher umgebracht, hätte dann Relic Shield Stacks geteilt. Ah, schade. Wahrscheinlich Flash, oder? Oder hat er nicht? Wait, what? Okay. Das geht auch. Ist sie tot? Sie ist nicht tot. Nice. Ey, dieses Vega-Bild tiltet mich gerade komplett weg. Dieses Vega-Bild tiltet mich einfach so hart weg gerade. Gehen wir zum Drachen hin oder zum Nash? Ich denke mal, der geht aber zum Nash hingehen. Deswegen sollte ich dort. Ja, komm, den Drachen kriegen wir jetzt eh instant. Das heißt, wir können gleich Rush B machen. Rush B. Leute, die Sprache, die jeder Russe versteht. Jetzt steht meine Pinkwort. Ach, das ist noch die am Nash. Wrong game. Isn't this Counter-Strike? Boy, du bleibst hier. Lass mal eine Tristana Ruhe. Okay. Ich hätte keinen Grund gehabt, das hier zu holen. Das hätte nichts gebracht. Ist noch was drin? Oh, sogar doppelt belegt. Ist hier eine Ward drin? Der Wichser. Moins. Nicht mehr Moins. Schade, ich hätte ihn einmal rüten sollen. Aber nochmal für ein bisschen Damage. Ja, wenn ich ihn geultet hätte, hätte Dick Hacker ihn jetzt auch umgebracht. Oh, Riven will Rache haben. Holy shit! Holy shit, was ein abartiger Champion! Oh, wow, der ist auf Level 17. Er ist tot. Er ist tot. Rip, mein Righteous Glory Prinz. Ey, wir haben gerade echt gegen 4 verloren? Krass. Der Vega macht da Papierschaden. Nee. Lass den jetzt kaufen. Holy shit, die gehen zum Nashen. Okay. Ich habe eine Chance, das mit meiner Ulti zu klauen. Bin ich das? Nee, ich bin Neckel irgendwie was. Hinbekommen? Ne, schade. Yo!
Warum geht Riven nicht sofort mit mir rein? Ich glaube, es hätte komplett free sein können, wenn Riven instant mit mir reingekommen wäre. Scheiße, wir verlieren gerade. Das ist echt bad. Die scalen halt super gut. So, wir haben halt Tank Vega. Ist nicht, was ist. Sie brauchen eigentlich, muss das Tristana carryen. Ist nicht over. Ich habe auch noch niemanden verbunden. Trist. Holy shit, sogar der Baum ist mittlerweile auf meinem Level. Und der ist 1,96. Nein, den Vladimir kann niemand aufhalten. Das ist halt, was ich meinte. Es ist so gefährlich, wenn Vladimir gefeedet wird. Gerade auch bei solchen sehr squishy Item-Builds. Ah, Leute, Tristana ist ja bereits bei mir. Scheiße, hat das Ding Cooldown? Das ist nicht so cool. Gerade auch, weil meine Ulti jetzt auch noch Cooldown mit sich bringt. Na, wie da alle instant draufgehen. Holy shit, Boys. Okay, das sieht auch ganz in Ordnung aus, oder? Ich seh nichts. Fuck, ich seh nichts. Mann, der Vladimir tötet uns alle. Es ist legit nur der Vladimir. Steh mal vor ihr. Kann nicht irgendjemand den One-Shotten? Ah, Spaß. So. Get MR? Question mark? Problem wäre gelöst. Doch, er holt sich. Okay, nochmal. Oh shit. Das ist mein Tod. Fuck. Ich dachte nicht, dass er eine Ulti hat. Er ist tot, oder? Okay, ist sie nicht. Ah, Mist, ich wollte ja die stunnen, sodass dann nach dem Baumschild wir die umbringen können. Aber hat wohl leider nicht ganz so geklappt. Ich will gar nicht den Damage Difference wissen, den wir hier im Team haben. Ich glaube, ich hätte zuerst auf Locke drauf gehen sollen. Das war ein Fehler von mir, sich das Nightsword zuerst zu kaufen. Oh, das war actually ganz nice von ihr. Sweet. Ah, lol, der Gromkill. Pogchamp. Ja, Leute, er hat sogar nur Tabis. Stellt euch mal vor, er hatte noch Dingens, Penboots. Würde uns so wegböllern. Schön und gut, dass wir diese Drachen bekommen. Aber wir machen irgendwie nichts damit. Lass mal hier gleich die Scheiße scheren. Ich meine, Locket fertig. Okay, Gott, Locket. Also, wenn Riven den Vladimir aufhält, ist es GGS. Wenn nicht, ist FF. Dann ist es legit fucking FF. Was hat denn der Vega sein Rammer ausfällig? Wie viel EP hat er? 600.
Wait, what? Überlebe ich das oder bin ich tot? Oh mein Gott, ich überlebe das. Lol, er hat sich ein klein wenig irgendwie hochgeheilt. Dadurch konnte ich ihn nicht executen. Wow, ist das unlucky. Und ich hatte sich noch hochgeheilt. Au, er hat wahrscheinlich Legend Block reingeskillt, glaube ich, oder? Lol, ich habe ihn gerade in den Dingens reingezogen. In den Stun. Ey, yo, das kann ich ja gar nicht. Ich bin tot. Wir sind alle tot. Today I learned, die Yasuo und Volkan Dingens aufhalten. Die Pike eh. Ey, ist doch scheiße, Mann. Wir haben den komplett gefeedet. Er baut halt Tank Vega. Aber happens, Leute. Happens. Nein, Team. Aber ja, Leute, das hier war wieder ein kleines Abenteuer aus Russland. Ich bin dann noch erstmal weg. Tschö, tschö. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal.